Versuch. Check, check, check. Was ist da los? Geht auch bei dir? Steinung? Ja. Seit wann? 14 Jahren. So Leute, mein Training benutze ich am Morgen folgende Supplements, Athlete Stacks, alle Mineralien, die ihr über den Tag so braucht, nochmal gesondert, bisschen Magnesium und über den ganzen Tag nehme ich auch noch hier Green Tea Extrakt, regt die Fettverbrennung an und wie die meisten wissen, muss ich natürlich auch Weight cutten und das hilft mir einfach dabei. Zusätzlich gucke ich auch immer, dass nach meinem Training, dass ich mich schön mit Eiweiß versorge und ich stehe einfach brutal auf. Designer Whey Protein ist einfach richtig geil. Dadurch, dass wir hier dieses praktische Behältnis haben, kann ich mir alles schön vorbereiten. Kollagen, immer gut für die ganzen Gelenke. Zack. Zack. So. So kann ich jetzt perfekt zum Training fahren. Jawohl. Also denkt dran hier, kann ich absolut nur empfehlen. Direkt jeden Morgen für diejenigen, die ihren Metabolismus ein bisschen ankicken wollen, hier Green Tea. Der einfachste Code, merkt euch den, KOGA für mindestens 10% Rabatt. Hey! Hey! Bleib cool, Digga! Du musst jetzt Spirit hat jetzt gesagt. Ja, komm. Ich muss Lawrence auch mal vorstellen an dieser Stelle. Ja, Lawrence wurde schon vorgestellt in der letzten Folge. Er ist sehr sensibel, was Kameras angeht. Lawrence ist der beste Mann für Instandsetzung. Hat ein riesen Know-how, was Oldtimer, generell Autos angeht. Das hat er nämlich gelernt. Hat bei Ferrari gearbeitet. Und jetzt arbeitet er hier. Hat diesen Street Fighter Automaten zusammengebaut. Was für ein Sprung. Ich bin ein Sprungbrett. Und er ist nebenbei auch noch mein Chauffeur. Und ja, du hast Glück gehabt. Sonst wäre ich bei dir rein. Ich hab's geschafft. Du bist ein TV-Star. Und er ist morgens immer richtig grimmig. Ah. Ah, frische Luft. Diese Urinpartikel setzen sich schön fest in der Nase. Wer will in der Natur wohnen, damit ihr mit richtigen Tieren leben kann. Scheiße, ich hab meinen Kaffee stehen natürlich. Ich hab extra einen mitgebracht. Das ist doch ärgerlich jetzt. Ich hab so auf den Kaffee gefreut. Ja. Du musst dich konzentrieren, wenn es bei so einfachen Dingen anfängt. Ja, wie soll ich mich konzentrieren? Ich muss mich um alles kümmern, weißt du? Fuck! Und ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Egal, ich hab Zeit welche aus. Ja, aber ich will seine, ich will meine. Hey, Theo! Junge! Junge! Kannst du mir im Turbo-Trim schnell einen Kaffee machen? Zwei! Wir kommen gleich mit Auto vorbei. Drei Kaffee bitte. Okay, zweimal fruchtig und einmal schwanzig für Max. Okay, ja. Danke, ciao. Hoppa! Das stinkt so ekelhaft. Immer hier. Weg alle, das ist ekelhaft. Ja, das versaut ist, ist auch ekelhaft. Ah, was ist das? Mit extra Schwanzgeschmack? Schwanzflavor? Ja. Ah, ich schwöre. Es gab ja ein paar Fragen in den Kommentaren und ich kann natürlich nicht auf alles eingehen, aber auf ein paar Sachen gehe ich gerne ein. Ich muss mich ein bisschen schonen jetzt, deswegen schauen wir heute bei dem Vlog, dass das Training für den Kampf im Vordergrund steht. Die verrückten Sachen, die wir natürlich noch vorhaben, kommen später. Das passt jetzt einfach nicht und ich will einfach nicht Gefahr laufen, dass ich mich für den Kampf verletze. Denn es ist noch nie passiert, dass ich irgendeinen Kampf absagen musste und es wird auch nicht passieren. Deswegen Training im Fokus und wenn ich gekämpft habe, drehen wir hardcore durch. Du bist bei HERTV. Was für TV? HERTV. Ja, ohne Mist. Du hast jetzt gewonnen, komm mal ran. Echt jetzt? Ja. Ich krieg doch Schmerz auf die Schnauze von dir. Junge, was erzählst du? Du kriegst eine Haartransplantation. Ich hab dich auserkoren. Echt jetzt? Ja. Wirklich? Ja. Und ich? Ja, nein, ich nicht, aber du kriegst sie. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Guck mal, guckt euch das mal an. Das ist echt, ohne Mist, das ist echt. Ich fühle mit. Ich fühle mit, mein Bruder. Danke dir, Bruder. Weißt du, wie schlimm das ist bei meiner Körpergröße? Ja, hör auf. Es gibt andere Sachen, die noch schlimmer, wenn sie klein sind. Nein, aber freust du dich? Ja, ehrlich? Wir müssen jetzt? Ja, wir müssen jetzt fahren. Wohin jetzt fahren? An Flughafen. Einmal am doch, Arsch. Ich weiß doch, dass du hier stehst. Nein, ich muss arbeiten. Scheiß auf Arbeit, es geht um Haare. Es geht um Haare, nein, Mann. Hier schneidet das Haus auf jeden Fall. Das geht nicht. Wir sind live. Wie, ihr seid live? Ja. Was für live, oh live? Eins live, La Notte. La Notte, also Fußball. La Notte live. Als erstes steht jetzt Jiu-Jitsu auf dem Programm, das heißt Bodenkampf, spezifische Sachen für meinen kommenden Kampf und mein Coach Mehdi Misiri, mit dem werde ich heute arbeiten, ja, der freut sich schon auf mich.
mein Jiu-Jitsu-Coach, Mehdi Misiri. Ça va bien? Ça va très bien. My favorite pupil, Max Koga. He loves me so much, yeah? I do. So, okay. Und ihn muss ich hoffentlich nicht vorstellen. Der krasseste Mann, den es hier in Deutschland gibt. Bruder. Vorbild. Alles, Daniel. Es hat hier so eine ganze Ordnung. Also hier ist so die Chief-Abteilung und hier sitzen die Kleinen. Die. Besten Seile, mit denen ich jemals gearbeitet habe, hier von Everjump. Ich schwör's euch, High-End-Qualität und ihr werdet sofort merken, wenn ihr damit springt. Das andere Level, kein Hängenbleiben mehr, schön im Flow, obergeil verarbeitet und mit Code Koga spart ihr mindestens 10%. But like, you need to invest in the pressure on the chest. Here? Yes. And turn. Beautiful. And that's jetzt haben wir gerade Jiu-Jitsu, wir grillen am Boden ein paar Techniken. Später hartes Pratzentraining mit Zuali. Das wird hart. He turns to the other side, I get the back. Okay? Put his head down. Okay, I need my arm connected to his neck. I cannot go up with my arm, he's pushing down. So I put his head down. Inside. Yes. Erste Morgeneinheit, schön gepusht, schön Boden, schön Jiu-Jitsu gedrillt. Jetzt gönne ich mir eine kleine Pause, denn heute Nachmittag steht Hardcore-Pratzenarbeit mit Wally an. Das wird sehr anstrengend. Kombination, Beine werden müde gemacht, aber ich freue mich drauf. Zweite Einheit des Tages, Pratze. Aber ich muss gestehen, ich bin ein bisschen... Guck mal, da drüben seht ihr Fritz. Schön vorbildliches Krafttraining, jawohl. Sehr schön. Guck mal, Stefan Putz an. Wenn der jetzt nicht mittrainiert, wäre ich auf jeden Fall sehr enttäuscht. Ja, was ist mit dir? Ich schaue dir zu. Ich dachte, du wärst die gleiche Größe wie mein Gegner. Ja, auch das gleiche Gewicht. Ja. Okay. Auch manchmal am Abend. Was machst du da? Ich aufnehme. Hä? Ich aufnehme. Guck dich mal an, was ich mit ihm gestern gemacht habe. Ja, ich war die Nase. Alles gut. Ja. Bist du ungenügend im Grund? Ja? Ja. Kommst du nicht? Hä? Kommst du echt nicht? Ich kann euch das gedreht. Guck mal, Handy. Oh, schmeckt mir jemand. Ist das Handy? Ja. Suchst du, guck mir das Handy zu geben oder ich schmeiß deine Sachen auf den Fenster raus? Nein, komm mal. Ich mach jetzt was damit. Oh, da kommt ein Foto frei auf. Großes Handy? Sehr gut, siehst du? Check your base, check your position. Three, four, stop. Five, stop. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Suck!
3, 2, 1, hands up. Hardcore mit Wally. Kratze gemacht. Der bringt mich auf jeden Fall immer an meine Grenzen. Aber ist genau das, was ich brauche. Schlimmeres Training mit ihm gibt's nicht. Wenn jetzt auch noch laufen geht, dann ist gut. Ich laufe jetzt noch 20 Minuten, dann dehne ich mich aus und dann war's das für heute. Hello everybody, we're here. The preparation goes very well. It's all about mindset. So far, how we see Max is going, he's walking hard, he's pushing, he's very hungry. So get ready, get your tickets, firework. So Leute, das war ein Trainingstag in meiner Vorbereitung. Ich kämpfe am 6. August, Tickets gibt's in der Bio, holt euch die. So sieht's auf jeden Fall aus, wenn man hardcore pusht, hardcore trainiert. Abonniert den Channel, Daumen hoch für ein Like. Kommentiert, was ihr sonst noch gerne sehen wollt. Ihr wisst, es gibt Jiu-Jitsu, wir haben Pratzenarbeit gesehen. Wenn ihr Bock auf Sparring, auf Ringen habt, auf irgendwelche anderen Sachen, Cardio-Programm, einfach in die Kommentare schreiben. Peace. Very seldom. Very expensive. Very seldom and expensive. It's the original Nike. It's Nike Dior. Dior Nike. Seht ihr? Nike Dior, Dior Nike, sucht euch aus.